Hallo Leute! Hi! Heute ist wieder die Lea am Start. Die kennt ihr ja schon von meinem Trended Up Adventskalender Unboxing. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, wir ziehen um, der Lukas und ich. Und da müssen endlich. Aber da müssen wir sehr viele Klamotten ausmisten. Und weil der Lukas wahrscheinlich bei allem sagen würde, das nehmen wir nicht mit, habe ich mir eine neutrale Person gesucht, die mich unterstützt beim Ausmisten. Lea, sortiere Gestalt aus. Ich kann das. Und ausmisten macht man ja vor dem Umzug, deswegen. Let's go. Ich hole mal den ersten Part jetzt hierher. So, ich hole einen Schub nach dem anderen. Puh. Ein bisschen Angst. Ja, also wir machen drei Haufen. Ein Haufen mit Behalten, ein Haufen mit Spenden, das kommt dann direkt auch in den Sack. Und ein anprobieren. Hauptsache erstmal mitnehmen, nicht mitnehmen. Okay, wir legen los mit einem grünen, hoppala, grünen Pullover. Den habe ich noch nie an dir gesehen. Ja, so darfst du nicht rechnen. Das fängt schon mal gut an. Ich glaube, du hast die meisten Sachen noch nicht an mir gesehen. Okay, dann machen wir so. Hattest du ihn in den letzten Monaten an? Nein, du musst sagen, sieht er gut aus oder sieht er nicht gut aus? Könnte er mir stehen oder könnte er mir nicht stehen? Eher weg. Du ziehst ihn nochmal an und schaust ihn, ob der dir nochmal gefällt. Wir machen einen vielleicht Haufen, okay? Okay. Ich kann mich so schlecht trennen. Aber im nächsten Teil würde ich sowieso, glaube ich, wird schwierig. Würde ich sagen, weg, weil der ist schon uralt. Ja. Bisschen Eskalation. Und weg damit. Da muss ich dazu sagen, ist ein Kaschmir-Pullover. Den würde ich, glaube ich, schon mal anziehen. Ich finde das auch. Ich finde die Farbe schön. Das Grau. Das kann man immer anziehen. Und es ist ein schönes Basic, wo man. Vielleicht über so eine Bluse oder so. Könnte auch geil aussehen. Die dann so ein bisschen länger ist. Ja. Ja, okay, behalten. Nein. Weg. Ja. Das ist auch schon wirklich uralt und schon sehr lange in meinem Kleiderschrank. Er hat was. Kragen tragen ist momentan wieder in und ich finde auch das Detail ganz cool. Also ich finde, der hat irgendwie was, den würde ich behalten. Ja. Cardigan. Haut mich jetzt nicht um. Also ich glaube, ich würde ihn spenden. Weg. Das nächste Teil, ich glaube, das hatte gefühlt jeder. Ja. Also ich hatte auch viele durchsichtige Sachen, bis ich mit meiner Ausbildung angefangen habe tatsächlich. Dann habe ich erstmal ausgemistet, weil mir dann aufgefallen ist, dass ich viele Sachen gar nicht tragen kann. Oder du machst ihn auf den Vielleichtstapel. Auf den Vielleichtstapel. Und du kannst dann nachher mal gucken, wie man ihn kombinieren kann. Weil wenn du nichts zum Kombinieren findest... Black würde ich da, glaube ich, machen. Kannst aber auch sein lassen. Nächstes Teil ist auch wieder so ein Cardigan. Oh, aber der ist schön. Echt? Den hätte ich jetzt aussortiert. Willst du ihn haben? Sollen wir einen Stapel für Lea-Stapel machen? Okay, da hinten ist der Lea-Stapel. Diese Jacke, die du zeigst, die interessiert viel mehrere, weil das wird dir da hip. Und das habe ich DIY gemacht. Da gibt's ein Video dazu, wie ich die Jacke gemacht habe tatsächlich. Echt? Oh mein Gott, ist das witzig. Ich verlinke euch das Video hier mal. Und zwar ist das diese Jacke hier. Die ist mega cool. Ich würde sie behalten, weil die kannst du immer mal drüber schmeißen. Ja. Hat was. Und die hat was. Ja. Die ist cool. Okay. Alter, ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt, also wir haben gerade mehr als die Hälfte schon von dem Stapel in die Tonne als zum Mitnehmen. Ist das jetzt schlimm? Lena hat Angst, dass sie nachher nichts mehr zum Anziehen hat. Ich gehe dann nackt durch die Welt. So. Ist doch nicht so, dass hier noch einiges rumliegt. Dann ich noch diesen Pulli hier. Oh, den finde ich süß. Der ist hübsch eigentlich. Der sieht auch ganz gut aus tatsächlich. Mit so einem Mix, wenn du so einen Lederrock anhast und dann den und dann so ein bisschen reinstopfen. Das sieht echt gut aus. Der ist süß. Okay, den behalten wir. Thank you.
jetzt, wow, der Sack ist schon fast voll, ne? Krass. Ich glaube, es reicht doch nicht einer. Nein, aber jetzt kommt erstmal der zweite Haufen. Jetzt geht's eher Richtung Jacken. Das obere behalte ich schon mal safe. Das ist nämlich so ein weißer Blazer, der ist richtig geil. Den kenne ich auch von dir und den finde ich auch richtig schön. Jetzt kommt was ganz Abgefahrenes. Das ist aber geil. Eine komplette Glitzerjacke. Ich finde die nice. Kommt das in der Kamera überhaupt so raus? Es geht. Also auf jeden Fall, die glitzert komplett. Ich finde sie irgendwie ganz geil. Aber ich habe noch nie den Anlass gehabt, sie zu tragen, aber irgendwie hat sie was. Ich finde, sowas kann man mega geil an Weihnachten oder an Silvester anziehen. Stimmt. Die behalte ich. Ich will sie behalten. Okay, jetzt kommt was, das kann ich gleich aussortieren, weil das ist so verwaschen. Das war mal so ein Kuschelcardigan, aber das sieht einfach nicht mehr aus. Kommt weg. Noch eine Jeansjacke. Ja, die habe ich mal secondhand in Schweden gekauft. Es gibt zu jedem Fleece. Eine Geschichte. Zu jedem Fleece gibt es bei mir eine Geschichte. Die andere ist cooler, ne? Ja. Ich tue sie weg. Also wenn wir diesen Stapel hier durch haben, dann haben wir eine Kleiderstange von 3. Woo! Aber die eine sortieren wir, glaube ich, nicht aus, weil das sind die Sachen, die ich oft anhabe. Aber dann und kommt die noch müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ja, aber es kommt noch eine komplette Kleiderstange dann. Pass auf, jetzt kommt ein ganz crazy Teil. No way. Was? Hast du irgendwie ein Schaf mal mitgenommen irgendwo, oder? Ich hab die mal bestellt tatsächlich. Und hab aber nicht gesehen, dass die unten so aussieht. Ich finde, die sieht voll so Runway-mäßig aus. Sie hat schon was, aber ich frag mich, ich hab's was nie im Alltag hast du dir dabei gedacht? Als du sie dir bestellt hast. Ich weiß, dass ich sie mal für ein Shooting anhatte. Ich glaube, auf Instagram gibt es irgendein Bild auch damit. Komm, ich sortiere sie aus. Ja, und wir müssen jetzt einen neuen Sack aufmachen, weil ich krieg den schon nicht mehr zu. Aber was ich daraus lerne, gerade aus diesem Zeug, also ich habe früher wenig aussortiert, deswegen sind da teilweise uralte Sachen dabei, aber einfach gescheitere Sachen dafür weniger kaufen. Ja, ich habe, wenn ich mal mein Zimmer aussortiert habe damals, ich habe einfach fast alles weggeschmissen. Echt? Oh Gott. Meine Mama hat immer zweimal alles durchgeschaut, ob man es nicht doch noch spenden kann oder was anderes verwenden kann, weil ich einfach alles immer wegschmeißen wollte. Oh krass, okay. Boah, kam da jetzt ein Staub. Also das sind jetzt tatsächlich eher so T-Shirts und Kleider und so, eher kurze Sachen. Okay. So, ein T-Shirt in Silber. Nein. Aber irgendwie nicht? Nein. Was meint ihr? Ich mach's mal auf den Vielleichthaufen. Ich wäre dafür sogar tatsächlich beim Vielleichthaufen, dass ihr mir sagt, was ihr davon noch behalten würdet und was nicht. Da könnt ihr sehr gerne abstimmen, weil ich kann mich sehr schwer entscheiden manchmal. Jetzt kommen wir zu einem New York Shirt. Ich war noch nie in Amerika, Hauptsache ich habe ein New York Shirt. Es beschreibt halt mich. This is my life.
mal aber eine ganz Palme. Ganz, ja, pass mal auf. Monday is cancelled, go home. Und hinten ist eine Palme drauf. Mega. Das ist schon jeden Tag ins Geschäft anziehen. Das hab ich tatsächlich montags schon manchmal im Geschäft angehabt. Das behalte ich. Das ist immer gut für den Gag. This is Kimono. Dann hätte ich in Thailand gebraucht. Aber sowas finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Ist auch praktisch, wenn man gerade aus der Dusche kommt und in den unpassendsten Situationen klingelt es bei mir immer für die Post. Da bin ich immer sehr froh, wenn ich irgendwas habe, was ich mir schnell drüber schmeißen kann. Die Postboten haben mich, glaube ich... Warum hast du ihn jetzt eigentlich vom... Ach so, stimmt. Wow, ich bin so im Ausmistenfieber. Die Postboten haben mich, glaube ich, schon in den schlimmsten Phasen meines Lebens in allen möglichen Outfits. Manchmal schon. Das ist die Jacke, die sieht von vorne sehr unscheinbar aus. Mhm, ja, ich hab's gerade schon gesehen von hinten. Und von hinten crazy! Boom! Ja. Hat was. Ja, aber halt auch. Die magisch. Drei. Mama. Okay. Das nächste ist dieses Kleid. Da trägt man dann hier natürlich einen Gürtel drüber. Weg. Mhm. Okay. Das habe ich aber auch mal sehr gemocht. So, pass auf. Anfang des Jahres habe ich gesagt, ich hätte ein Notfallkleid für die Hochzeit, fürs Standesamt. Ach du Scheiße. Weil jeder hat gesagt, ich brauche nur so ein Sommerkleid. Und dann hatte ich das hier, hatte ich schon mal gesehen und fand es voll toll. Und es sieht angezogen echt gut aus. Es ist mir aber mittlerweile ein bisschen zu groß tatsächlich. Ja, aber es ist sehr sportlich. Ja, es ist cool. Es wäre auch sehr kurz gewesen. Ja, ich gebe es zu. Ich probiere es nochmal an. Okay? Okay. Und das habe ich gesagt, habe ich schon gesehen. Das muss aussortiert werden. Kennst du? Wo ist Walter? Nee. Was? Bin ich zu jung dafür? Weiß nicht. Kennt ihr? Wo ist Walter? Wo man so ein Buch hat, ich habe das eben so als Kind, das war so ein Buch und dann erkannte man quasi auf jeder Doppelseite musste man so ein kleines Männchen suchen, Walter. Und ich bilde mir ein, der hat sowas angehabt oder so eine gestreifte Mütze oder so, auf jeden Fall erinnert mich das brutal daran. Googlest du jetzt? Ja. Du bist Walter? Ja. What the f... Ja, er hatte was. Ah, eine Mütze! Aber auch das Oberteil, ne? Ja! Ach du Scheiße. Wo ist Walter? Nee, ich glaube, damit war ich zu überfordert als kleines Kind. Dann habe ich noch dieses Teil hier. Ja. An sich finde ich das cool, aber das ist so ein dünner Stoff, dass sobald die Hose so ein bisschen reindrückt, dass man dann direkt alles sieht. Und auch wenn der BH so ein bisschen reindrückt. Ich weiß nicht, warum ich auf sowas früher nicht geachtet habe, weil... Man sieht dann sehr schnell, ob was gut aussieht oder nicht gut aussieht. Ja, eigentlich schon, ne? So, dann hätte ich noch sowas. Das kann auch weg. Das kann auch weg, da ja, sind wir uns einig. Wir kommen hier von Anleitung. Ja, und jetzt kommt der nächste Stapel. Hey Lea, du hast heute nichts vor? Echt? Super, willst du mit mir meinen Kleiderschrank aussortieren? Ja, klar. Wow.
Ich habe es, glaube ich, nur einmal angehabt. Wow. Freunde. Ja. Ist geschafft. Falls ihr das irgendwie cool fandet und ihr einen zweiten Teil sehen wollt, nicht mit Klamotten, sondern hinter der Kamera habe ich 2 komplette Schränke voll mit Kosmetik. Dann schreibt es in die Kommentare. Dann können wir da auch gerne mal zusammen ausmisten. Weil ich finde sowas manchmal voll interessant. Was man so noch alles hat. Ja, ja, ganz ehrlich, ich weiß jetzt wieder, was ich in meinem Kleiderschrank habe und denke mir so, das könnte man damit kombinieren. Teilweise wusste ich gar nicht mehr, was da alles drin ist. Deswegen kann ich das auch sehr empfehlen. Das hilft auch manchmal, sich von Sachen zu trennen. Auf jeden Fall. Und ich weiß, dass nicht zu viel auf. Ich andere Leute damit glücklich mache. Und das ist dann auch was Gutes. Danke, Lea, für deine Unterstützung. Sehr gerne. Das hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Ich glaube, ich hätte nicht so viel ausgemistet. Wir können wie eine emotionslose Lea. Ja, im Endeffekt wusste ich ja selber grob, was kann weg, was nicht. Aber ja. Es hilft halt schon nochmal, dass da jemand sitzt, der sagt, nein, das kommt jetzt wirklich weg. Ja. Also mistet mal mit eurer besten Freundin oder so aus. Wir haben jetzt einen Sack. Ein zweiter Sack. Wow. Und einen dritten Sack. Wir sehen uns in meinem nächsten Video, nächsten Mittwoch. Abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentar schreiben, Like da lassen und bis dann. Ciao. Tschüss.